Kurs können Computersprache lernen. Helen Isler war dabei. Die ganze Gruppe soll sich gleichartig bewegen. Die Hosenfarbe soll anders werden. Finde eine bessere Aufstellung der Gruppe auf möglichst einfache Art. Auf Heimcomputer, koppelt mit Tonband und Fernsehen, haben 13- bis 15-jährige Sekundarschüler diese Woche erste Schritte in der Programmiersprache Basic geübt. Es ist der vierte Kurs in dieser Art. Die Geräte sind nur ausgelehnt, weil die Schulbehörde St. Gallen die 15'000 Franken für eine EDV-Ausrüstung noch nicht bewilligen will. Und jetzt würden die ohne Floppy-Disk, die also nur ein Tapeband, würden jetzt im Prinzip dasselbe machen, gemäss dem Schema, das wir hatten. Auch das Programm, das drin ist, kommt zuerst auf aufs Tape mit welchem Befehl? Save. Save, ja. Was macht ihr jetzt hier? Also, wir probieren jetzt gerade das UFO auf eine bestimmte Fläche zu landen zu bringen, oder? Wir probieren das einprogrammieren, oder? Und geht das? Ja, also jetzt hier zum Beispiel löst es jetzt nicht alles, oder? Da haben wir jetzt probiert zum Landen und die müssen wir noch rausbringen, aus dem Bildschirm raus. Macht euch der Kurs Spass? Ja, also ich finde es toll. Warum bist du da hingegangen? Ja, mir gefällt es einfach auch, mit dem Computer zu arbeiten. Und vielleicht würde ich auch im Beruf mal etwas anstreben, in dieser Richtung. Willst du also noch mehr wissen? Nein. No. Ich finde es faszinierend, dass also Computer einfach ist faszinierend, also wie der funktioniert und wie man alles behalten kann. Möchtest du noch mehr darüber wissen? Ja, sehr gerne. Also, mir gefällt es einfach. Hast du das Gefühl, du brauchst das später mal beruflich? Ja, also könnte schon sein, dass ich es mal brauche, weil heutzutage kann man ja fast nicht mehr ohne Computer leben. Vielleicht später, wenn man mal arbeiten muss, dann hat man vielleicht mit einem Computer etwas zu tun. Und wenn man jetzt schon Grundbegriffe kennt, dann ist es einfach nicht so schwer, wenn man mal mit dem Zeug arbeiten muss. Ich bin überzeugt, dass später im Beruf oder beispielsweise an Kantonsschulen und Universitäten, dort ist es schon obligatorisch, das gebraucht wird. Und wir die Aufgabe haben auf der Volksschule, das Basiswissen zu legen. Es sind erst angefangen Versuche im Gang, wie man das eventuell auch in der Volksschule machen könnte. Mein Problem ist, wenn wir jetzt nicht anfangen, dann muss es plötzlich schnell gehen. Und vor dem wahnsinnig schnell habe ich Angst. Also ich möchte Zeit haben, den Computer einzuführen, ein Jahr für die Lehrer und nachher mindestens ein Jahr, um mit den Schülern experimentieren, bevor der Ernstfall anfängt. Aber Sie sehen das Obligatorium gehen? Ich hoffe es, ja. Warum? Weil der Computer hat eine Möglichkeit, einem Schüler etwas zu zeigen, was ein Lehrer nicht hat, und er zeigt es auch dem Lehrer. Er ist nämlich absolut objektiv dem Benutzer gegenüber. Willst du später mal beruflich mit einem Computer zu tun haben? Nein, niemals. Also letztes Morgen, da bin ich, haben wir eine Lektion von 9 bis 12 und da nach etwa 3 Stunden hat mir alles vor dem Gring geflimmert. Dann habe ich einen Kopf bekommen und habe fast angefangen zu spinnen. Ihr könnt starten mit Tasten F1. Auf die Frage, ob Informatik so ein Schulfach werden, sind aber alle Hände aufgegangen. Der Entscheid könnte allerdings darum so eindeutig sein, weil man in diesem Kurs den Computer auf sehr spielerische Art hat kennenlernen konnte. Das war ja gerade eine sehr deutliche Abstimmung. Auch in der Erziehungsdirektorenkonferenz.